Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal. Ich möchte euch heute zeigen, was ich für mein Team vorbereitet habe. Und zwar mache ich das jetzt schon zum zweiten Mal. Ich habe mich dazu entschieden, so ein paar Belohnungen zu verschicken. Immer am Quartalsende. Und dann küre ich quasi die Top 10 in Sachen Umsatz. Und verpacke immer irgendeine Kleinigkeit. Gucke mir mal im Stampin' Up-Katalog die Kleinigkeiten an, die es da so gibt. Und dieses Mal, dieses Quartal, gibt es hier diese Strasssteinchen. Und dann verpacke ich die und dann gibt es Kärtchen dazu und natürlich Platzierungen. Und die habe ich schon alle eingepackt. Die Karten muss ich jetzt noch machen. Eine habe ich schon fertig. Und ich habe gedacht, ich zeige euch das mal als Anregung für euch. Jetzt so alle 3 Monate. Und vielleicht habt ihr auch eine Freundin, die gerne bastelt. Und dann gibt es halt immer mal eine Idee, wie man Strasssteine oder Nettigkeiten eben verpacken kann. Ich habe jetzt leider Tüten aus dem Herbst-Winter-Katalog genommen, weil ich sonst keine anderen mehr hatte. Also ihr könnt da nehmen, was ihr wollt, wenn ihr sowas mal verschenken möchtet. Zur Not geht auch eine Butterbrottüte. Und das sind halt die Strasssteine, die gibt es im Moment im Hauptkatalog. Und über sowas kann sich ja jeder freuen. Die packen wir hier ein. Und dann habe ich diese wunderschöne Serie aus dem neuen Frühlings-Sommer-Katalog verwendet. Und in die war ich direkt verliebt. Und zwar ist das hier die Schneckenpost. Alleine schon die Farbauswahl gefällt mir wirklich sehr gut. Und da gibt es halt hier dieses Stempelset und die Stanzform. Es gibt Kordel, es gibt hier so kleine Herzchen und das wunderschöne Papier. Und ich habe alles davon verwendet und zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Falls ihr so eine Verpackung nicht braucht, dann braucht ihr vielleicht eine Idee für eine Karte. Also, ich habe das jetzt so gemacht. Ich brauche es noch gar nicht weglegen. Ich habe mir das jetzt hier ausgemessen, wie breit meine Tüte ist und habe mich dann für 10,2 mal 12 entschieden. Ach so, hier ist noch die Karte. Na, hier habe ich den Platz reingeklebt in diesen kleinen Briefumschlag und das verschicke ich dann so als Set. Gucken. Ich zeige euch erstmal das Papier. Ich bin gerade leicht verwirrt, merke ich gerade. Das ist schon ziemlich schnipselig. Hier habe ich schon was ausgeschnitten. Hier sind so süße Pilze. Auf der anderen Seite sind Herzen. Dann haben wir hier diese Schnecken in Blau. Auf der Seite sind Streifen. Hier habe ich schon die Schnecken alle ausgestanzt. Das ist nicht wirklich Verschwendung in meinen Augen, denn Hauptsache ich nutze das Papier, egal wie. Ne? Und da brauchen wir jetzt gleich noch eine Schnecke. Eine fehlt mir noch. Auf der Rückseite hat man hier so eine Schneckenspur. Hier das Ganze nochmal kleiner. Und hier sind die rosane Seite. Die Seite traue ich mich nicht anzuschneiden. Das ist die schönste, finde ich. Da habe ich mich nur nicht dran getraut. Und dann haben wir hier nochmal so eine Art Briefmarke und diesen gelben Hintergrund. Und ich habe jetzt hier an der Seite noch gelbes Papier liegen. Das müsste schon 10,2 sein. Ja, und das schneide ich mir jetzt auf 12. Und falze das bei der Hälfte, das sind dann 6. Und es muss nicht immer eine Verpackung sein, das kann auch mal ein Tütchen sein. Und dann nehme ich mir das Tütchen und dann habe ich das einfach hier oben dran getackert. Und dann war es das dafür erstmal schon. Jetzt würde ich sagen, kann ich glaube ich schon die Stanzmaschine holen. Wir müssen noch so ein bisschen was ausstanzen. Manche Sachen habe ich schon. Uop, da ist sie. Wo habe ich die Stanzform? Da. Und zwar brauchen wir einmal diese überdimensionale Briefmarke, wenn man das so will. Das ist die Schnecke, die brauchen wir. Hier unten diese Sprechblase brauchen wir noch.
Noch benutzt habe ich hier den Briefumschlag, aber den habe ich schon ausgestanzt. Das hier ist dieses Teil, was als Brief in den Briefumschlag passt. Das habe ich auch schon ausgestanzt. Und ja, wenn man mag, kann man hier noch Herzchen ausstanzen. Hier sind noch so süße Pilze. Das ist noch die andere Schnecke. Oder das sind die Pilze vom Stempelset. Moment, zeige ich euch mal kurz. Hier unten, das sind die Pilze, die kann man damit ausstanzen. Und hierfür gibt es eine Stanzform, dafür und für das Herz. Und hier ist halt auch passend zur Schnecke, zu spät, aber mit Liebe. Finde ich auch total süß. Ja, dann hole ich mir mal ein Stück weißen Farbkarton. Dann mal gucken, wo habe ich mein Blau hier. Das ist noch ein großes Blatt, so viel brauche ich natürlich gar nicht für die Sprechblase. So. Die Sprechblase, da müssen wir gleich noch drauf stempeln. Da ist sie. Und zu guter Letzt brauchen wir noch die Schnecke. Muss ich mir mal kurz das Papier raussuchen. Muss ich das Große anfangen? Bei dem einen waren schon keine mehr. Hier oben ist doch gleich schon eine. So, ihr seht jetzt hier nicht viel von, aber ich lege jetzt die Stanzform einfach drauf. Ihr könnt natürlich auch nur den Stempel benutzen und die Schnecke nachher dann ausmalen. Ich habe jetzt aber das Designerpapier genutzt, so sieht sie dann aus. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Wenn nicht, dann muss ich sie nochmal holen. So. Dann kommt das hier gleich hier drauf. Das Schneckchen kommt da drauf, aber hier kommt noch der Spruchpost für dich drauf. Da, und ich wollte euch nur kurz zeigen, dass ich den Stempel zerschnitten habe. Das müsst ihr für euch selber entscheiden. Ich habe da immer keine Angst vor. Der ist ja hier im Ganzen und ich wollte gerne nur Post für dich stempeln. Das war mir von vornherein klar, dass ich das sehr oft ohne diese Schnecke haben möchte. Deswegen habe ich es einfach abgeschnitten. Also passt, wenn ihr das macht. Hier war es ja dran. Macht hier in der Trennung einen geraden Schnitt, dann könnt ihr es zu jeder Zeit auch wieder so auf einen Acrylblock legen und komplett zusammenstempeln, abstempeln. Der Rest hier oben ist egal, macht nur dann hier einen glatten Schnitt und nicht, dass er da mehrmals so ritsche, ritsche, ritsche macht, weil dann kann man es nämlich nachher besser wieder zusammenfügen. Es ist mein Set, wer soll was dagegen haben, ne? So weiß ich, dass ich das so am liebsten benutzen möchte, von daher habe ich das so gemacht. Schwarzes Stempelkissen da. Post für dich so rum. So, dann können wir das schon zusammenkleben. Also ich finde diese Serie so niedlich. Ich bin da auch nicht alleine. Ich habe gesehen, auch schon vorm neuen Jahr haben da Kolleginnen mitgearbeitet und oft nimmt man ja das, was man am niedlichsten findet, als erstes, wenn so ein neuer Katalog kommt und präsentiert das. Und ich habe die Schnecke schon oft gesehen. Ich finde auch das Papier total süß. Ich finde alles süß an dieser Serie. Das ist einfach so. Ich bin ja so ein niedlich Bastler und das gefällt mir total gut.
So, die habe ich so ein bisschen nach rechts versetzt, dass die Sprechblase jetzt auch gut Platz hat. Und auch total süß, es gibt diese kleinen Herzchen hier, so wie Strasssteine nur als Herz. Und da habe ich jetzt einfach ein rotes genommen und habe das hier über dieses Post für dich noch gemacht. Und das hier ist auch die Kordel, die in dem Set dabei ist. An der ist schön, das erstens mal passt natürlich farblich und die ist nicht so dick. Ich mag das nicht, wenn man mit so dicker Kordel bindet. Das hier gibt immer so süße kleine Schleifchen. Und so eine Schleife kann man am besten hier mit unseren Klebepunkten aufkleben, eine Wurst machen. Und dann kriegt hier die Schnecke noch ein Schleifchen. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn in dem Fall hier Kludert rausguckt. Aber so klebe ich es am liebsten auf. Und dann hat man eigentlich schon diese Glitzis hier schön verpackt. Und jetzt mache ich noch die passende Karte dazu. Das ist auch ganz einfach. Und zwar brauchen wir da eine Kartenbasis. Und dann habe ich mir noch eine Neuigkeit aus dem neuen Katalog geschnappt. Und zwar sind das diese Stanzformen hier. Falls ihr die bestellen wollt, muss euch klar sein, dass die nichts ausstanzen, sondern nur prägen. Also die legt man sich auf so ein Stück drauf, kurbelt das durch und dann hat man diesen gestickten Rand hier geprägt. Also man muss quasi vorher sich das Maß zurechtschneiden und dann prägt das nur. Also das schneidet nicht aus. Das sollte einem bewusst sein, dass man denkt, man hat dann nachher ausgestanzte Rechtecke. Also ich habe jetzt hier 9x12 genommen. Das passt perfekt hier für die zweitgrößte Größe. Und das habe ich durchgekurbelt und das klebe ich gleich auf die Karte drauf. Das ist das süße Papier mit den Herzchen. Und dann habe ich vorbereitet. Einmal hier diesen, ja, ich jetzt, für mich ist es eine Briefmarke. Ich denke, es soll es auch sein. Und dann habt ihr hier diesen Umschlag. Das ist ganz einfach, wie ein normaler Umschlag. Und das ist auch normal, dass die eine Seite hier so ein bisschen höher ist wie die andere. Das ist ja beim normalen Briefumschlag auch der Fall. Und dann einmal so ein bisschen nachfalzen. Und das hat auch super mit Kluderz funktioniert. Die zwei zusammenkleben. Ich habe den so offen gelassen, weil ich möchte ja hier oben noch was reinschieben. Man kann natürlich auch schließen, je nachdem, was man möchte und wofür man es eben braucht. Und dann wollte ich gerne noch ein Schleifchen auch auf der Karte haben. Da habe ich hier die Kordel genommen und zweimal so gewickelt. Immer ein bisschen schwierig, an so einem dünnen Papier eine Schleife zu binden. So. Die Beine hier mal ein bisschen nach unten. So, ist doch süß. Ein Schleifchen ist doch nie verkehrt. Jetzt können wir da schon mal Dimensionals hinten drauf machen. Und dann kann ich es auch schon mal auf die Karte aufkleben. Vielleicht könnt ihr die Kartenform anpassen. Mich hat das jetzt nicht gestört. Das ist jetzt
durch 9 mal 12 hat es hier ein bisschen mehr Rand wie links und rechts. Aber ich finde das jetzt persönlich nicht dramatisch. Wem das stört, der kann sich halt eine kleinere Kartenbasis schneiden. Und dann kleben wir schon mal hier diese Briefmarke auf. Das habe ich auch so ein bisschen schräg gemacht. Den Briefumschlag. Und hier habe ich mir die Pilze aus diesem Papier ausgeschnitten, was ich euch eben gezeigt habe. Und ich habe auch einen genommen, der mit dem Rand vom Papier abschließt. Das muss man nicht in dem Fall nicht wegschmeißen. Also, was heißt wegschmeißen? Ja, sowieso nicht. Aber bei der Schnecke geht es natürlich nicht, wenn irgendwas fehlt. Aber bei dem Pilz konnte ich das hier einfach gut unterschieben. Und kein Mensch sieht halt, dass das nur der angeschnittene ist. Unter den mache ich noch ein Dimensional. Dann habe ich auch noch so ein bisschen was Erhabenes. Hier habe ich einfach dieses Teil genommen und mit einem schwarzen Stift den Platz drauf geschrieben, weil da habe ich jetzt keinen Stempel für. Und damit das nachher nicht sonst wo rumfliegt im Briefumschlag oder so, habe ich das festgeklebt. Und auch hier ein rotes Herzchen drauf gemacht. Die roten gefallen mir am besten. Vielleicht muss ich nachher die weißen noch rot malen. Mal gucken. Hier wäre jetzt auch ein weißes gegangen, aber ich finde, das rote fällt einfach mehr auf. So, und jetzt muss ja noch ein Spruch drauf. In dem Schneckenset ist leider jetzt nichts Passendes. Aber ich habe mir das Set ausgesucht, was ihr im Moment in der Celebration bei einem Warenwert von 375 Euro geschenkt bekommt. Also wenn ihr auf diesen Warenwert kommt, dann bekommt ihr das Set geschenkt. Das ist nicht, kann man nicht kaufen. Und da steht ein Bravo drin. Das passt ja perfekt. Und da ist auch noch hier dieser kleine Rahmen bei. Und das passt zu dieser neuen Duo-Stanze. Und da nehme ich mir einfach ein bisschen weißen Farbkarton. Und stanze erst den, oder stemple erst den schwarzen Rahmen. Dann kommt das Bravo. Das ist Bermuda Blau, genauso wie der Umschlag. Da müsst ihr jetzt drauf achten, wenn ihr jetzt so hier rein ausstanzt, dann stanzt ihr natürlich das Wellenoval mit aus. Das brauche ich ja jetzt in meinem Fall nicht. Also schneide ich es mir einfach zurecht. Wenn man mehrere davon macht, kann man natürlich auch einen kompletten Streifen abschneiden. Ich hätte es jetzt vielleicht ein bisschen länger lassen sollen. Und dann habe ich einfach keinen Verschnitt vom Papier, weil ich dann diesen Wellenkranz noch mit ausstanze. So, und das kommt jetzt hier so ein bisschen übers Band. Da habe ich mir einfach oben und unten ein Dimensional hingesetzt, dass das quasi über das Band geht. So, und das war's. Und das geht dann so als Set raus. Ich hoffe, meine Mädels freuen sich. Kommen noch ein paar liebe Worte rein. Und das blendet total. Das war mein Video für heute. Mal so eine kleine Anregung mit der süßen Schnecke. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Hallo, da bin ich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst. Wenn du hier aufs nächste Video klickst. Und wenn du hier meinen Blog besuchst. Bis zum nächsten Mal. Let's get gold. Boy, you look so good, let's get gold. I can't go, we can't go.